Herzlich willkommen bei Stamping Kreativ. Hier ist eure Verena und ich habe euch eine neue Verpackungsidee mitgebracht. Und zwar haben wir hier eine Verpackung, wo ihr das Falzbrett für die Geschenkverpackungen nicht benötigt. Ihr braucht nur ein Falzbein, ein Geodreieck und eure Schneidemaschine. Genau, ich habe euch mal drei verschiedene Größen mitgebracht. Das ist hier eine ganz nette Größe, weil ich habe gemerkt, dass da genau meine Pilleverpackung reinpasst und die werde ich jetzt auch wahrscheinlich dafür hernehmen. Eigentlich war es gedacht für eine Gutscheinrolle, aber naja. Die zweite Verpackung passt eine EC-Karte rein. Wegen dem Chip sollte man die ja immer getrennt aufbewahren. Deswegen habe ich so eine Größe gemacht. Und hier habe ich eine kleine Verpackung für Freudentränen, Taschentücher für die Hochzeit angefertigt. Und wir machen jetzt zusammen diese Verpackung. Ihr braucht dafür einen Farbkarton. Meiner ist flüsterweiß, weil man es hier am besten sieht. Und zwar hat der die Maße 15 x 14 cm. Und ihr faltet diesen Karton bei der langen Seite bei 15 cm. Einmal bei 5. Bei 10. Dann dreht ihr das Ganze. Und dann faltet ihr hier auf der rechten Seite bei 1,5. Das war's auch schon. Nun brauchen wir ein Geodreieck und den Bleistift. Und jetzt legen wir es hier unten an der Linie an und machen uns eine Markierung in der Mitte bei 2,5. Jeweils. Genau, und hier oben können wir uns dasselbe auch machen. 2,5, 2,5 und 2,5. Dann hier unten bei eurer Markierung legt ihr das Geodreieck an der Querfalz an und geht 2 nach oben und macht auch einen Punkt hin. So, dann braucht ihr euer Falzbein. Und zieht eine gute Linie von dem Punkt bis hier nach oben. Gut feste. Und dann von dieser mittigen Markierung in die Ecke und in diese Ecke. Dass ihr diese Dreiecksfaltung habt. Gut feste ziehen. So. Hier auch die linke Ecke und in die rechte Ecke. So, und hier auch dasselbe. Dann zieht ihr alles nach. Erst die drei in der Mitte. Die drei normalen. Dann haben wir die 1,5 Falz. So. Und dann die halb. Die nicht ganz runtergehen. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig falzen. Genau, und das Dreieck, die Schenkel vom Dreieck noch nachfalzen. So, und wenn ihr das gemacht habt, dreht sie das um. Und hier kleben wir jetzt ein Designerpapier drauf. Ich habe schon vorbereitet. Und zwar sind diese zwei Stücke 4,8
mal 12,3 cm. Das braucht ihr zweimal. Und so. Das erste kommt in die Mitte. Ich habe mir das Designerpapier von der zweiten Celebration ausgesucht. Ich finde das ganz witzig mit den Punkten. Ist eigentlich ein ganz schönes. Würde auch gut zu Hochzeitskarten passen. So. Und das zweite, entweder links oder rechts. Das ist egal. So. Schön gerade. So. Und jetzt brauchen wir noch unsere Schere. Hier unten schneiden wir das linke und das rechte Feld weg. Und von der Lasche schneiden wir links und rechts so ungefähr 5 mm noch ein. Aber die sieht später keiner mehr, also muss jetzt nicht ganz gerade sein. Und ich mache nochmal so eine Kerbung rein. So, muss aber nicht sein. So, und dann kleben wir das Ganze zusammen. Und zwar kommt, wo kein Designerpapier drauf ist, kommt es in die Mitte. Und diese Lasche kommt hier drauf. Und dann wird das Ganze hier zugeklebt. Benutzen wir hier unten ganz gern Fast Fuse. Na, geht nicht. Jetzt glaube ich es aber dann. Jetzt. So, und sonst den Tombow-Kleber. Der ist wirklich klasse. Wenn ihr meint, der ist leer, einfach mal ein bisschen auf den Kopf stellen, da kommt noch so viel raus. Benutzt den immer noch 3 Tage, wo ich denke, der ist leer, aber dann geht er doch noch. So, also das hier schön gerade anlegen. Und dann die Lasche hier hoch. Das ist quasi unser Boden. Und dann das andere schön bündig rüberkleben. Und dann ist unsere Verpackung schon fertig. So, das ist ein Designerpapier, was sich nicht so verbiegt, aber ich denke, so. Was ihr machen könnt, ist, bevor ihr es zusammenklebt, nochmal die Falzlinie nachziehen. Dann ist es besser fürs Designerpapier. Aber es geht so auch. Genau. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ja, also mit so einem Designerpapier geht es ein bisschen besser. Das ist nicht so starrer, sage ich jetzt mal, wie das hier. Oder einfach nochmal, bevor ihr das zusammenklebt, nochmal die Falzlinien falten. Und dann geht es auch wirklich gut. Genau, diese 2 Größen habe ich euch auch aufgezeichnet auf einem Blatt, zeige ich euch. Das Taschentuch, das hier hat die Maße 21 x 12, wird gefalzt bei 47 cm und euer Dreieck macht ihr nach oben nicht bei 2, sondern bei 3 cm. Und hier links und rechts, die habe ich verkehrt reingemalt. Hier links und rechts schneidet ihr dann von dieser Lasche nicht 5 mm ab, sondern 1 cm, weil das einfach ein bisschen breiter ist und dann ist das ein bisschen besser. Dann bei der Karte, die hat Maße 10,5 x 8 cm
falls ihr bei 6 und bei 12, genau das Designerpapier, die Maße 5,8 x 8,8 und hier 10,3 x 6,8. Genau. Aber ich schreibe euch alles nochmal in die Infobox. Wie gesagt, das ist eine süße kleine Verpackung. Ihr könnt die Maße auch nehmen, wie ihr die wollt. Hauptsache, es lässt sich geteilt durch 3 teilen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Eure Verena von Stampin' Kreativ. Bis zum nächsten Mal. Servus!